Ich hätte vor Wut platzen können. Ganz ehrlich, ich gebe mir die größte Mühe, mich mit Paula zu verstehen und dann so eine Aktion? Für mich ist sie gestorben. Zwischen mir und ihr wird nie wieder was gut sein. Hi. Hallo, guten Morgen. Morgen, alles gut? Ja, guten selber. Ja. Ich hole Elif ab. Wir sind voll spät dran. Fahrzeug, glaube ich. Guten Morgen. Morgen. Na, wie geht's? Muss ich beeilen. Ach so, sind wir spät dran? Ja. Ich hole eben meine Schulsachen, ja? So. Alles okay bei dir? Alles cool. Das war nur eine Sprachnachricht von einem Freund von meiner alten Schule. Sicher? Weil du verhältst dich irgendwie total komisch in letzter Zeit. Nee, alles gut. Ich habe mich noch nicht so gut gefühlt. Ach so, ich wollte dir auch noch mal sagen, dass ich letztens mit Emma alleine losgegangen bin, das hatte nichts persönlich mit dir zu tun. Das ist einfach, wir kennen uns schon so, so lange. Und du kennst Emma, dann will sie manchmal mir noch was erzählen. Und das war wirklich nicht böse gemeint oder so. Alles cool. Verstehe ich voll. Ja? Und falls du irgendwas hast und du irgendetwas besprechen möchtest, ne, du kannst mir vertrauen. Ich mein's ernst. Ich weiß. Ja? Ja. Okay, cool. Wir müssen los, sonst kommen wir ja zu spät. Ne? Du hast recht. Ich war mir echt kurz sicher, dass das Dennis' Stimme war. Aber ich wollte Paula nicht direkt fragen. Ich meine, wir haben uns wegen diesem Idioten ein Versprechen gegeben. Und ich wollte ihr einfach vertrauen. So, let's go, girls. Ja, klar. Voilà. Ich konnte Elif kaum in die Augen gucken. Dennis hat mir das ganze Wochenende über geschrieben, dass er noch mal über den Kuss reden möchte. Ich fühle mich Elif gegenüber echt wie das Letzte. Ihr so ins Gesicht lügen zu müssen, ist einfach scheiße. Die haben sich direkt bei mir Mühe machen lassen. Mega, schön. Ja. Komm das nächste Mal mit. Mach ich. Komm das nächste Mal mit. Ey. Du kannst auch mitkommen, mein Schatz. Du bist meine beste Freundin, daran ändert sich nichts. Okay, beruhig dich, alles ja cool. Wie lange braucht Paula eigentlich noch? Die Pause ist gleich zu Ende. Paula! Paula? Paula! Nice. Komm her. Wir haben eine Idee. Ja, pass auf. Vor der Stunde jetzt noch einen schönen Kaffee. Aha. Ja. Sonst überleben wir nämlich Mathe nicht. Genau, that's right. Okay, okay, lass gehen. Ja, mir ist gerade eingefallen, ich muss noch was kopieren, ganz dringend vor der nächsten Stunde. Ich hab's vergessen, sorry, ist echt wichtig. Klar. Dann hast du Pech gehabt. Ja, dann genau. Gehen wir nur zu zweit. Ja. Das war wieder richtig mies, Elif notgedrungen so zu belügen. Ich kann das nicht länger durchziehen. Erst am Freitag war es so knapp, dass Dennis gerade so abhauen konnte, bevor Elif und Emma um die Ecke gekommen sind. Elif. Hallo. Hallo. Ach so, sorry, sorry. Was ist los mit dir? Können wir jetzt mal gehen? Wir wollen uns fühlen. Was ist los? Hallo. Ich habe ein ganz komisches Gefühl jetzt, wirklich. Das wegen ist was? Was ist, wenn Paula und Dennis doch was haben? Ich meine, pass auf. Sie ist in letzter Zeit wirklich sehr komisch. Also wirklich sehr komisch. Und heute Morgen hat sich das so angehört, als wäre Dennis auf der Sprachnachricht. Wirklich. Ey. Nein, ist wirklich kein Witz. Siehst du Gespenster oder so? Geht's dir gut? Hast du Fieber? Nein. Ey, ganz ehrlich. Ihr habt den Pakt. Punkt 1. Punkt 2 weiß Paula ganz genau, wie du ausrasten würdest. Und ganz ehrlich, die Sprachnachricht, ne? Wie sicher bist du dir, dass das Dennis war? So 50%. Ach so, 50. Ja. Ich dachte, das war ganz klar, Dennis. Merkst du selber, oder? Ja, okay. So, komm, vielleicht hast bitte. Du recht. Ja, hör auf okay damit. Ich weiß nicht, warum ich mir so einen Kopf mache. Ich meine, Emma hat ja recht. Nach all dem, was Paula und ich durchgemacht haben, sie würde mich niemals mit Dennis hintergehen. Hey. Paula, was haben diese Geheimnistuerei hier? Dieses. Soll da irgendwer sein? Ich, oder. Hä? Was ist? Bist du sicher, dass hier keiner ist, dass uns niemand sieht? Das ist echt wichtig. Vor allem, wenn Elif darf uns nicht sehen. Paula, das ist voll der Kindergarten. Immer diese Geheimnistuerei hier und so. Das ist kein Kindergarten. Natürlich ist das Kindergarten. Nein, wenn Elif das mitkriegen würde, die würde mich köpfen. Vor allem, wenn sie das von einem Kuss wüsste. Ja, du kannst doch Elif nicht unsere Beziehung vorschreiben lassen.
Paula, ich habe Elif nie irgendwelche Hoffnungen gemacht oder Sonstiges. Ich weiß, aber darum geht's auch eigentlich gar nicht. Sondern? Ich bin hier, um dir einfach zu sagen, dass es ein Riesenfehler war. Paula. Nein, wir können uns nicht weiter treffen. Es läuft einfach zu Hause gerade viel zu gut. Und ich möchte den Frieden mit Elif in der Familie jetzt nicht aufs Spiel setzen. Aber ich habe doch gerade schon mal gesagt, du kannst unsere Beziehung doch nicht von Elif vorschreiben lassen. So ein Blödsinn, ehrlich. Ich bin so in dich verliebt und ich weiß auch, dass du mich so liebst. Also so, hör auf mit diesem Gespensterzeug, echt. Holla. Ich konnte in dem Moment einfach nicht anders. Mann, ich bin viel zu verliebt in Dennis. Und ja, ich will auch mit ihm zusammen sein, aber ich muss echt ehrlich mit Elif reden. Das geht nicht so weiter. Ja, ne. Küssen. Was ist das? Nur am Chat, ne? Am Telefon. Sorry, Baba, kann ich dir helfen? Nee, nee, ist für dann schon okay. Nein? Danke, okay. Ja. Danke, Baba. Ich guck grad was nach. Ja, nur irgendwie finde ich das nicht. Ich hatte das noch gesehen auf der Seite. Nein. Elif, kurze Frage. Ja, sorry. Alles gut. Ich bin die ganze Zeit am Handy. Alles gut. Du sag mal, du hast doch eigentlich immer Schulschluss mit Paula. Weißt du, wo sie ist? Also, ich habe sie zuletzt in der Pause gesehen. Da wollte sie irgendetwas kopieren. Und dann habe ich ihr vorhin noch mal geschrieben, ob wir zusammen ins Kino wollen. Sie hat mir aber noch nicht geantwortet. Aber ich kann dir sagen, ey, wir haben nicht alle Kurse zusammen. Also, kann gut sein, dass sie noch in irgendeinem Kurs drin ist. Ja, okay. Ich werde sie, glaube ich, damit machen in den nächsten 10 Minuten, wenn sie nicht da ist. Mach das. Emma? Warum meinst du, rufe ich an? Ey, ich laufe da lang. Auf einmal sehe ich da Paula, wie die mit Dennis rumknutscht. Mitten auf dem Schulhof. Also was heißt mitten auf dem Schulhof in der Ecke? Und nein, sie hat nicht gemerkt, dass ich das Bild gemacht habe. Aber was für eine falsche Schlange ist Paula, bitte? Ist das ihr Ernst? Ich verstehe es einfach nicht. Was ist mit unserem Pakt? Ja, ihr ist alles scheißegal. Du hattest so recht. Scheiß drauf. Ich hab echt keinen Bock mehr. Nee, sie kann sich warm anziehen, glaub mir. Das wird was. Egal, ich melde mich gleich, ja? Mach das. Ciao. Später, ciao. Ich wusste es. Mein allererstes Bauchgefühl war doch richtig. Die kleine Dreckskuh hat mich einfach verarscht. Paula immer lieb und nett. Ja. Die wird noch sehen, was sie davon hat. Paula, schmeckt's dir? Mhm. Ja, gut. Riecht gut. Sag mal, Paula, was hast du eigentlich nach der Schule gemacht heute? Ist echt so, Paula. Was hast du nach der Schule heute gemacht? Ich meine, ich habe dich angerufen und ich habe keinen Rückruf bekommen. Ich war nicht viel am Handy. Ach so, okay. Elif, warum bist du so komisch? Was ist los? Pass auf, ich kann euch auch einfach sagen, wo Paula war. Was haltet ihr davon? Sie hat nämlich mit Dennis rumgemacht. Na, Paula, wann wolltest du mir das sagen? Elif, ich schwöre dir, ich wollte heute noch mit dir darüber reden. Was für ein Zufall! Wirklich, Paula, was für ein Zufall! Ich habe dir vertraut! Mir war diese Freundschaft wirklich wichtig! Ja, auch. Und du hast mich einfach hintergangen, es ist dir so scheißegal! Nein, das bin ich scheißegal! Du hast mich so verletzt! Du bist einfach so eine Schlange! Und ich kann das Ganze nicht mehr, ehrlich! Ganz ehrlich, Papa, scheiß auf diese Patchwork-Familie und... Weißt du was, Paula? Weißt du was? Du bist für mich gestorben. Happy Birthday, du hast erreicht, was du wolltest. Nein! Ich hätte echt noch vor dem Essen mit Elif reden sollen. Ich wollte doch ehrlich mit ihr sein und ihr gestehen, dass ich in Dennis verliebt bin.
Ich glaube, sie wird mir das niemals verzeihen. Scheiß drauf. Zu sehen, wie Paula da sitzt und so tut, als wäre sie kein durchtriebenes Missstück. Das regt mich so auf, aber das beweist mir nur noch mal, wie verlogen sie eigentlich ist. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich habe ihr vertraut, wir haben diesen Pakt geschlossen und sie ist mir einfach in den Rücken gefallen. Ich kann das alles gar nicht mehr. Wirklich. Ich weiß. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen konnte, ehrlich, das ist das Allerletzte. Hättest du dieses Bild nicht geschossen, dann hätte sie mich einfach weiter belogen. Ich hätte vor Wut platzen können. Ganz ehrlich, ich gebe mir die größte Mühe, mich mit Paula zu verstehen und dann so eine Aktion? Für mich ist sie gestorben. Zwischen mir und ihr wird nie wieder was gut sein. Ich kann einfach und will auch nicht glauben, dass die Situation jetzt zwischen den beiden Mädels wieder schlimmer ist als vorher. Ja, ich auch nicht. Ich versuche auch die ganze Zeit Elif zu erreichen, aber sie geht nicht dran, damit wir hier gemeinsam darüber reden können und irgendwie eine Lösung finden, weißt du? Versuch's mal nochmal, Laura? Ja. Oh, ist das ein Mist, ey. Mach dein Handy doch einfach auf Flugmodus. Guck mal, du willst doch gerade nicht mit deinem Vater reden. Der ruft in einer Tour an. Klingelt, nimmt nicht ab. Katastrophe. Hey, Paula, mein Schatz. Oh, nicht weinen. Es tut mir so leid, dass ich so große Scheiße gebaut habe. Ach, komm schon, Paula, ey. Mach dich doch nicht so fertig, ey. Ist alles in Ordnung. Ich wollte ja zu Elif ehrlich sein und ihr von allem erzählen. Von mir und Dennis, dass wir halt uns ineinander verliebt haben, aber ich hab's einfach, ich hatte voll Angst davor. Jetzt bin ich schuld, dass alles kaputt ist. Ach, das stimmt doch gar nicht. Stimmt doch nicht. Ich hätte es niemals gemacht. Ich hätte es niemals gemacht, wenn das wäre nicht passiert, wenn nicht solche Gefühle da wären. Ja, das wissen wir doch. Hey, Schatz, das ist eine total schwierige Situation, das weiß ich. Das wissen wir alle. Jetzt bin ich der. Nein, du bist der Arsch. Nein, das bist du überhaupt nicht. Wie soll das alles weitergehen? Ich habe mich so unfassbar schlecht Elif gegenüber gefühlt. Ich würde so gern die Zeit einfach zurückdrehen und sofort mit ihr reden. Ich habe das Gefühl, alle sind gegen mich. Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in dieser Patchwork-Familie. Und ich möchte da auch nicht mehr schlafen. Aber was soll ich machen? Hey, guck mal, du kannst jederzeit hier schlafen. Das weißt du. Du kannst jederzeit mit mir reden, du kannst dich melden, egal was ist, egal um wie viel Uhr. Du weißt, dass ich immer für dich da bin. Immer. Danke dir. Okay. Mhm. Und du weißt auch, wer gegen dich ist, wer gegen meine beste Freundin ist, der hat auch direkt bei mir verkackt. Gegen den bin ich auch, okay? Wir sind ein Team, wir halten zusammen. Und wir schaffen das, okay? Ja. So, und jetzt hol dir die Taschentücher, du wischst deine Tränen weg. Und dann sieht die Welt auch schon anders aus, okay? Wenn du das sagst. Danke dir. Hm? Nicht mal Taschentücher rausziehen kannst. Du bist mir einer. Guck, das Lächeln steht dir viel besser. Danke. Guck mal hier. Nicht weit. Oh, ich muss fast weinen, ey. Was ist denn mit dir? Aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal wirklich unter uns. Was das ist Paulas Schuld, Baba. Ach, ey. Nein, sie hätte nicht mit dem Typ rummachen dürfen, ja? Allah, naschkan, ja? Jetzt mal ehrlich, weißt du, ey. Komm, jetzt hör mal auf mit der Scheiße. Nein. Ey, wir dürfen uns nicht auf irgendeine Seite stellen. Wir sind hier die Erwachsenen. Und außerdem haben die Mädels schon genug Stress untereinander, Mann. Wir sind doch dafür da, dass hier alles gut läuft und irgendwie Frieden herrscht zwischen den beiden, ey. Irgendwie Frieden herrscht, aber jetzt mal ehrlich. Wir müssen das irgendwie hinbekommen, oder nicht, Olum?
Ja, aber wie soll das Ganze noch ein Happy End nehmen, Papa? Ja? Nee, wie stellen wir uns das vor? Machst du los, Jacques Schwelle, ja? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich dir das sagen soll, dass hier ein Happy End ist. Aber wir müssen es wenigstens versuchen, Holm. Ja. Ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Da dachte ich, wir sind als Familie wieder auf einem richtig guten Weg. Und dann passiert sowas. Ey, ich möchte aber die Hoffnung einfach nicht aufgeben, dass es auch wieder gut werden kann. Aber ich kenne auch meine Tochter. Für diese Aktion wird Paula bluten. Ganz ehrlich, Paula kann sich warm anziehen. Geht's dir besser? Du hast gestern so gefehlt, wirklich. Hat Olli doch nicht so Unrecht mit seinen Vorwürfen? Also nee, also mir geht's immer noch nicht so gut. Hat meine Mutter Tatsachen verdreht, um mit mir Zeit zu verbringen? Ich habe wirklich nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Nicht rangehen? Nope. Wieso gehst du nicht ran, wenn ich dich anrufe? Weil ich einen freien Tag hatte? Ja, frei, frei, frei. Dieser Typ ist wirklich das letzte Arschloch.